Heute habe ich euch eine kleine praktische Übung mitgebracht. Und zwar eine kleine Muskeldehnung von Muskeln, die wir ständig beanspruchen und die wir leider seltenst dehnen. Und ich behaupte mal, dass viele von uns die noch nie in ihrem Leben gedehnt haben. Und gemeint sind die Muskeln, die an unseren Augen befestigt sind. Und da haben wir insgesamt 6 Muskeln, oder beziehungsweise 6 Muskelstränge jeweils. Das sind 2 schräge und 4 gerade. Und da sehen wir ja schon mal, dass eigentlich da ganz viel an unseren Augen auch hängt und wir ja auch heutzutage ganz viel die Augen beanspruchen, ständig in Monitore gucken, ständig uns irgendwas ansehen, ständig Impulse haben, da. Also so viele Sinneseindrücke und gerade unsere Augen kommen dabei wirklich ganz selten zur Ruhe. Und auch nachts, wenn wir sie geschlossen haben, entspannen wir sie zwar, aber die Augenmuskulatur wird dabei auch nicht gedehnt. Und da habe ich euch jetzt insgesamt 3 Übungen mitgebracht, die total einfach sind nachzumachen. Die könnt ihr immer machen, überall. Ihr müsst nur bedenken, dass ihr dabei die Augen verdreht und dass euer Gegenüber vielleicht nicht so gut auffassen könnte. Deswegen macht es lieber, wenn ihr alleine seid oder ihr sagt, ey, ich mache jetzt mal meine Augenübungen. Nicht wundern, wenn ich die Augen verdrehe. Ja, das vorab. Zur Dauer. Die Übungen sind total einfach und wenn ihr das jeden Tag 2 Minuten macht, dann ist das schon richtig gut. Also es geht wirklich nicht darum, stundenlang was zu machen. Und wenn ihr es auch nur einmal die Woche 2 Minuten macht, ist es auch schon wirklich top. Und ihr werdet merken, wenn es euch gut tut, dann macht ihr das auch öfter. Das ist wie bei anderen Dehnübungen, wenn man merkt, dass es einem gut tut, dann macht man es eben auch öfter und gerade bei den Augen werdet ihr merken, dass ihr da super Erfolge habt und sich eure Augenmuskeln entspannen und es teilweise wirklich sogar so ist, dass man auch wieder besser sehen kann, dass es häufig wirklich so ist, dass unsere Augen angespannt sind und ja, wir nicht mehr so scharf sehen und wenn wir die Muskeln wieder entspannen, dann sehen wir auch unter Umständen wieder klarer und ja, es können Kopfschmerzen weggehen, Verspannungen, auch im Nacken, weil alles miteinander zusammenhängt und gerade Kopf- und Nackenbereich, das ist ja alles eines und da gehört einfach jeder Muskel dazu. Also ich fange jetzt mal an mit der ersten Übung und wichtig bei allen Übungen ist einfach immer nur, dass ihr den Kopf gerade haltet, weil der Kopf sollte sich nicht bewegen und jetzt haben die Augen ihren Auftritt. So, und zwar bei der ersten Übung ist es so, dass ihr einfach guckt, dass ihr mit euren Augen quasi einen Kreis in die Luft schaut, fährt, malt, wie auch immer, guckt, guckt, dass ihr einen Kreis gucken könnt. Ja, so, jetzt guckt erstmal zu, dann gleich könnt ihr es nachmachen. So sieht das aus, einfach mit den Augen so weit wie es geht an die Ränder und wirklich schaut, dass ihr so zu den Seiten nach unten so einen richtig schönen Kreis macht. Ihr könnt dann die Richtung auch mal wechseln und ja, ihr werdet merken, dass es am Anfang auch total schwer ist, ungewohnt und auch erstmal so ein bisschen anstrengend, dass man dann so, sich häufig auch verspannt oder dass man den Mund auch komisch macht. So, wir Frauen kennen das, wenn wir uns die Wimpern tuschen. Wer kennt das? Okay. So viel zu den Frauenthemen. Also jetzt wieder für alle. Das war auch schon die Übung Nummer 1, der Kreis. Und die Übung Nummer 2 ist ähnlich, nur dass ihr das Ganze in 8 Form macht. Die 8. Wunderschöne Zahl, eine meiner Glückszahlen, weil es die Zahl der Unendlichkeit ist, weil sie in sich geschlungen ist oder geschlossen. Es hilft uns bei der Übung nichts, aber ich mag die 8 trotzdem. Also, dann dürft ihr jetzt mal die liegende 8 quasi mit euren Augen in die Luft schauen. Auch hier ist es so, dass es
erstmal ungewohnt ist. Ja, ihr könnt dann auch die stehende Acht mit euren Augen in die Luft sehen. Die Luft sehen, ja. Ich bin auch nicht multitaskingfähig. Also wenn ich dann meine Übungen mache, dann kann ich das auch nicht so gut erklären. Deswegen, ich zeige es euch nochmal. Also entweder die Acht so oder die liegende Acht. Die liegende Acht finde ich wichtiger. Ist auch einfacher mit den Augen zu, wie sagt man, zu gucken, nachzufahren. Und ja, das war die zweite Übung. Die dritte Übung sieht so aus, dass ihr mit den Augen einmal nach oben, nach unten, nach links und nach rechts schaut. Nach links oben, nach rechts unten, nach links unten, nach rechts oben. Und das könnt ihr so lange und so oft machen, wie es euch gut tut, wie es euch Spaß macht. Und ja, wenn ihr das versucht, wirklich ab und zu in euer Leben, in euren Alltag zu integrieren, das kostet überhaupt nicht viel Zeit und ihr werdet merken, dass es euch wirklich sehr gut tun wird. Ihr könnt die Augen, wenn ihr wollt, auch dabei geschlossen halten. Ja, das ist auch ganz angenehm, wenn das Licht ein bisschen greller ist. Es ist schön, die Augen dabei zu schließen. Und ich würde mich wirklich sehr über eure Kommentare dazu freuen. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Erfahrungen macht, für Empfindungen dabei habt, ob euch das gut tut. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, auf und über eure Likes, eure Nachrichten, eure Kommentare. Und ihr dürft sehr gerne das Video auch teilen, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch geholfen hat. Vielleicht können wir damit auch noch anderen Menschen helfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.